Hallo, mein Name ist Philipp Meichnitsch, ich bin PGA Teaching Professional am Grazer Golfclub in Thal bei Graz und heute geht es um die häufigsten drei Fehler mit dem Driver, die ich dich bitten möchte zu vermeiden, um erfolgreich Golf zu spielen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich wie immer riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und klick auf die Glocke, um kein aktuelles Video mehr zu verpassen. Also, wie bereits erwähnt, heute geht es um die häufigsten drei Fehler mit dem Driver, die ich immer wieder bei meinen Schülerinnen und Schülern erkenne und sehe. Und ich möchte dich bitten, vermeide diese drei Fehler, um wesentlich besser Golf zu spielen. Fehler Nummer 1 ist ein Fehler, da geht es schon beim Setup los. Ich möchte dich bitten, tee den Ball wirklich hoch genug auf. Ich sehe immer wieder auf der Driving Range und auch am Platz draußen bei meinen Schülerinnen und Schülern, dass der Ball viel zu niedrig aufgeteet ist. Und dann kann ich den Driver gar nie so schlagen, wie er eigentlich geschlagen gehört sozusagen. Denn ich möchte dich bitten, schlag den Driver wirklich in der Aufwärtsbewegung. Und dazu habe ich schon einmal ein anderes Video gemacht, um mehr Länge zu bekommen. Und das geht eben nur dann, wenn der Ball so hoch aufgeteet ist, dass zumindest der halbe, wenn nicht sogar der dreiviertelte Ball über die Krone des Schlägers drüber schaut. Also, Fehler Nummer 1, den ich immer wieder sehe beim Driver, ist eben die Teehöhe und ich möchte dich bitten, tee den Ball so hoch auf, dass der Ball wirklich über den Kopf des Drivers drüber schaut. Zumindest mit der Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel des Balles. Fehler Nummer 2, den ich immer wieder sehe beim Driver, ist einer, und da gehen wir jetzt schon etwas in die Bewegung rein, nämlich der, dass man den Driverkopf an sich viel zu weit nach oben bringt. Was meine ich damit? Ich habe das Gefühl, dass meine Schüler versuchen, immer wieder aus dem Driver etwas mehr Gas rauszuholen als aus jedem anderen Schläger. Und dann eben passiert eines, dass irgendwann der Kopf aufgeht, ich meine Position verliere und damit natürlich wie ein Reifen, der eiert, nicht mehr so gut durch den Ball durchkommen werde, wie wenn ich quasi den Kopf ruhig halten würde. Und dann werde ich den Ball nicht mehr ganz so sauber treffen. Das heißt, versuch wirklich nur so weit auszuholen, wie es eben deine Beweglichkeit erlaubt. Der Aufschwung kann hier enden oder eben hier sein. Das wiederum ist sehr individuell. Was ich dich allerdings bitten möchte, ist eines, versuch trotzdem immer deinen Körper voll aufzudrehen. Wir brauchen 90 Grad Schulterdrehung, der Kopf allerdings sollte extrem ruhig bleiben. Also Fehler Nummer 2, du versuchst deinen Kopf ruhig zu halten und solltest keinesfalls so weit ausholen, nur weil es der Driver ist, dass dein Kopf hochgeht. Und der dritte Schwungfehler, den ich immer wieder sehe, ist der, dass meine Schülerinnen und Schüler viel zu früh Gas geben. Was meine ich damit? Wir sind hier oben angekommen und man denkt nur noch Vollgas voraus, fängt an hier oben den Schläger schon irrsinnig schnell zu machen und dementsprechend ist der schnellste Punkt des Schlägerkopfes hier irgendwo und nicht dort, wo man den Ball treffen möchte. Eine meiner Lieblingsübungen, um das zu vermeiden, ist die, dass ich dich bitten möchte, auf die Akustik des Schlägerkopfes zu hören. Ich möchte nämlich, dass du versuchst, dass er relativ spät pfeift und nicht zu früh oben pfeifen anfängt. Und über das akustische Signal an sich kannst du feststellen, wo der Schlägerkopf genau den schnellsten Punkt hat. Das heißt, für dein Gefühl sollte der Schlägerkopf erst hier links vom Ball, für uns rechtsspielende Golfer, pfeifen anfangen und nicht schon hier oben rechts. Mach ein paar Probeschwünge, wo du bewusst versuchst, den Schwung vielleicht hier langsam einzuleiten und dann schneller zu werden. Und versuch keinesfalls eben von Haus aus, von oben weg, Vollgas zu geben.
langsam einleiten und durch. Und ich werde nun versuchen, einen Drive zu schlagen, indem ich an alle drei Dinge denke. Hoch genug aufziehen, Punkt Nummer 1. Der Kopf bleibt ruhig, Punkt Nummer 2, und ich drehe nur so weit, wie es meine Beweglichkeit erlaubt. Und Nummer 3, ich versuche wirklich, den Schläger spät pfeifen zu lassen. Langsam anfangen, spät pfeifen lassen. Abschließend möchte ich mich wie immer wahnsinnig bei dir fürs Zuschauen bedanken und hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst. Und solltest du schon ein Abonnent sein, dann klick bitte auf die Glocke, um kein aktuelles Video mehr zu verpassen. Ich wünsche noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Spiel. Ciao.